Ja, ich finde es unfassbar gefährlich, wie viele junge Mädchen sich im Bikini und halbnackt auf öffentlichen Instagram-Profilen zeigen. Das heißt, jemand in deinem Team, die darf oben ohne auf Instagram sein, weil sie macht das ja für was Politisches und alle anderen nicht. Da fängt es schon an. Meine Brust ist, egal in welchem Kontext, immer sexuell. Ich möchte, dass der weibliche Körper einfach auch wieder als Körper wahrgenommen wird. Hallo. Na, wie oft vergleicht ihr euch so am Tag auf Instagram? Checkt ihr, ob ihr genauso schön, schlank und glücklich seid wie die anderen? Studien belegen, genau dieses ständige Vergleichen, das macht uns unglücklich, süchtig und im schlimmsten Fall sogar depressiv. Macht Instagram uns jetzt krank oder sogar selbstbewusster? Genau darüber diskutieren wir hier bei 13 Fragen. Die erste Frage, die geht aber an euch. Findet ihr, dass Instagram uns falsche Schönheitsideale vermittelt? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir machen jetzt die erste Runde und die ist erstmal ohne Worte, die geht ganz schnell. Verdienst du mit deinem Körper Geld? Falls ja, dann ein Schritt in Richtung grün. Falls nein, ein Schritt in Richtung gelb. Hm? Ja. Nein. Mein Aussehen ist mir sehr wichtig. Denn ich verkörpere auf meinen Social-Media-Kanälen auch irgendwo einen gesunden und fitten Körper. Dementsprechend versuche ich natürlich auch, so gut es geht, darauf zu achten. Ich denke, dass das Frauenbild, das auf Instagram gezeigt wird, sehr eindimensional ist. Also es geht selten um Inhalte, viel um Schönheit im weitesten Sinne. Und darüber sollten wir längst hinaus sein. Bist du durch Instagram selbstbewusster geworden? Auf Instagram bekommen auch im Jahr 2020 vor allem hübsche, junge, perfekte, gefilterte, halbnackte Mädchen die meisten Likes. Und das ist das Gefährliche an der Plattform, dass allein die Optik im Vordergrund steht und keine Inhalte. Instagram hat mich selbstbewusster gemacht, einfach aus dem Grund, dass es gar nicht immer darauf ankommt, was man jetzt für ein Hüftmaß hat oder welche Haarfarbe man trägt, sondern vielmehr um Persönlichkeit geht. Und diese Persönlichkeit ist doch in den sozialen Medien sehr viel wichtiger oftmals als das Äußere. Vierte Frage. Sollte jeder Mensch sich und seinen Körper auf Instagram so zeigen dürfen, wie er möchte? Ich bin der Meinung, dass Instagram für Vielfalt und unterschiedliche Schönheitsideale steht. Die Body Positivity Bewegung bedeutet mir sehr, sehr viel. Und ich habe auch schon in der Kindheit viel auch mit meinem Körper kämpfen müssen und bin jetzt umso stolzer, auch ein Teil halt von dieser Bewegung zu sein. Das Problem mit Instagram meiner Meinung nach ist, dass es viele Vergleiche gibt, ja, viele Oberflächlichkeit gibt und dass die Leute eben das Ganze nicht bewusst konsumieren. Wenn es konstant und beständig passiert, dass wir uns das immer wieder reinziehen, ja, wird es dein Selbstwertgefühl in den Mülleimer transportieren. Und die nächste Frage, die geht an eure Seite. Falsche Schönheitsideale, zu viel nackte Haut, zu viel Fake. InfluencerInnen müssen sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, dass sie gerade für junge Menschen schlechte Vorbilder sind. Was sagt ihr? Sollten wir aufhören, InfluencerInnen für das Glück oder Unglück ihrer FollowerInnen verantwortlich zu machen? Wenn ihr mir zustimmt, dann könnt ihr jetzt einen Schritt auf mich zukommen. Ihr bleibt alle stehen. Wieso? Ich bleibe definitiv stehen, weil ich es ganz, ganz fürchterlich finde, wie die meisten Influencerinnen sich auf Instagram aufführen. Mhm. Und ich finde, wenn man eine hohe Followeranzahl hat, hat man auch soziale Verantwortung. Mhm. Leider ist es so, dass im klassischen Journalismus zum Beispiel Regeln gelten. Mhm. Auf Instagram und im Netz gibt es aber keine. Mhm. Das heißt, es darf eigentlich Schleichwerbung, es darf alles getan werden. Und ich finde viele Profile von sehr, sehr vielen Influencerinnen furchtbar. Und die schädigen nachhaltig das Frauenbild von uns allen. Du bist auch stehen geblieben, Clara? Ja, ich sehe das ähnlich. Also wir haben eine soziale Verantwortung. Je mehr Reichweite wir haben, desto mehr Leute sehen uns ja auch. Und da sollten wir dann schon ein bisschen mehr zeigen als nur Schönheit. Mhm. Isa, auch du bist anscheinend der Meinung, dass InfluencerInnen schon eine Verantwortung haben. Okay. Wir haben alle eine gemeinsame Verantwortung. Das ist die. Also erstmal wenig Bewegung hier. Mal gucken, ob sich bei euch jetzt was bewegt bei meiner nächsten Frage. Ihr seid alle auch erfolgreich dadurch, dass ihr perfekte Instagram-Fotos postet. Und das, obwohl Instagram negativ für den Selbstwert ist, für die mentale Gesundheit im Allgemeinen. Schlimmstenfalls kann man davon tatsächlich Depressionen bekommen. Eine andere Studie hat gezeigt, dass der Algorithmus von Instagram tatsächlich oberkörperfreie Fotos, ob von Männern oder von Frauen, pusht. Und ihr macht alle mit. Müsst ihr zugestehen, dass ihr zumindest Teil des Problems seid? Wenn ja, dann kommt ein Schritt auf mich zu.
Aha. Ich würde schon sagen, dass wir irgendwo Teil dieses Problems sind, aber es hängt natürlich auch immer von jedem individuell ab, wie er sich auf Instagram zeigt und was er vertritt, welche Meinung er vertritt. Mhm. Und da muss man dann natürlich differenzieren, was zeigt man seiner Zuschauerschaft. So, und wenn man versucht, vernünftige und gute Werte zu vermitteln, dann denke ich, hat das auch alles seinen Sinn. Mhm. So, ne? Aber trotzdem haben wir irgendwo eine Mitschuld, da stimme ich zu. Jedoch würde ich jetzt nicht sagen, dass es auf mich zutrifft. Jana, ganz kurz, wie viele Follower hast du? 190.000, 192.000. Okay, und du bist stehen geblieben. Warum? Ich stimme der Aussage oder deiner Frage nicht zu 100% zu, weil du gesagt hast, ihr alle postet perfekte Fotos auf Instagram. Dafür müsste man jetzt erstmal perfekt definieren können. Mhm. Was ist denn perfekt? Weil das definiert jeder für sich anders. Und das, was du gemeint hast, ist vielleicht Fotos, die bis zum Unerkenntlichen gefotoshoppt sind in unrealistischen Situationen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dann versuchen wir alle auf Bildern oft das Positive oder das Optimale rauszuholen. Das fängt bei der Familienfeier an, wo man sagt, lacht mal alle schön in die Kamera und keiner macht ein normales Bild. Und ich kann auch nur, wie er schon gesagt hat, für mich sagen, dass ich schon Bilder poste, die auch mal nicht retuschiert sind, die morgens gerade aufgestanden oder was auch immer. Mhm. Deswegen wäre die Frage vielleicht anders formuliert gewesen, hätte ich zugestimmt, so aber nicht. Okay, aber bei der Frage, ob du dir zugestehen musst, dass du Teil des Problems bist, würdest du da zustimmen? Nee, da stimme ich dir nicht zu. Einfach aus dem Grund, dass jeder selbst Verantwortung trägt für das, was er konsumieren möchte. Mhm. Und wenn ich weiß, dass ich vielleicht Probleme damit habe, wenn ich jemanden morgens um 6 schon sehe, wie der fleißig joggt und fit ist und healthy, dann folge ich so einem Profil nicht. Dann folge ich einem Profil, was beispielsweise Body Positivity ganz groß schreibt und sagt, hey, jeder kann, egal was er für eine Körperform hat oder egal wie er irgendwie drauf ist, kann was Gutes für sich tun. Und wir sind selbst, also meiner Meinung nach als Konsument, wie für viele andere Dinge auch, in der Verantwortung zu sagen, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Niemand wird gezwungen. Ich hätte eine Frage an dich, Jana. Ein 13-jähriges Mädchen, da glaubst du, oder ein 13-jähriges Mädchen darf gar kein Instagram haben. Ab 14. Also, das heißt, da hat ab 14. das Elternteil 14, Verantwortung. Ja, dann nehmen wir 14 oder 15 oder auch 16. Also wenn ich jetzt an mein 16-jähriges Ich denke, ich wäre definitiv nicht in der Lage gewesen, auf Instagram zu schauen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Weißt du, ob alle deine Follower in der Lage sind, zu wissen, was sie konsumieren? Also sind da wirklich nur Frauen oder Männer drunter, wo du sagst, die können selber entscheiden, ob es ihnen gut tut oder nicht? In dem Moment, wo jemand minderjährig ist, sehe ich ganz klar Eltern in der Verantwortung. Aber dafür müssten Eltern sich doch erstmal mit sozialen Medien auskennen. Also ich kann nur von meinen Eltern sprechen, die sind weder auf Facebook noch auf Instagram. Die haben keine Ahnung. Ich sehe schon, wenn Eltern Kinder haben, dass es nicht nur darum geht, hier hast du ein Handy, setz dich in die Ecke und sei still, sondern zu schauen und zu kontrollieren, was macht mein Kind da. Damit möchte ich die dritte Runde eröffnen, dass es eine persönliche Runde in der Zeit ist für eure persönlichen Geschichten, Erfahrungen und natürlich, um den Grund besser zu verstehen, warum ihr da steht, wo ihr gerade steht. Die erste Frage geht an dich, Nena. Du hast ein Selbstexperiment gemacht und du wolltest herausfinden, was man tun muss, um so schnell wie möglich Influencerin zu werden. Was ist das Geheimrezept? Ja, das war im Jahr 2017. Da kam mein Chef damals vom Handelsblatt auf mich zu und meinte, ob ich nicht Influencerin werden wollen würde, weil sie wollten das mal verstehen. Dann habe ich angefangen und habe dann, ich glaube, nach 6 Wochen schon die erste Kooperation gehabt. 2017 war es aber auch noch ein bisschen einfacher, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch möglich wäre. Damals waren viele Firmen gerade erst auf der Suche und es war einfacher. Und dann habe ich eine 700-Euro-Handtasche zugeschickt bekommen und für die Handtasche musste ich nur ein Foto machen. Krass. Darf und ich damit kurz fragen, wie viele Follower hattest du zu dem Zeitpunkt? Damals, dann? Ich glaube so 5.000 oder so, als die erste Kooperation kam. Also für uns war es dann damit erledigt, weil, naja, hat ja gezeigt, dass es möglich ist, schnell an Kooperationen zu gelangen. Und was ich damals, glaube ich, am allererschreckendsten fand und das hat mich nachhaltig schockiert, war Sex Sells. Also das habe ich ganz, ganz stark bei mir bemerkt, wenn ich irgendwie eine tolle Interviewpartnerin hatte und ein Bild gepostet habe, Mist, hat keine Likes und keine Follower gebracht. Wenn ich mich aber im kurzen Rock mit High Heels in Barcelona habe fotografieren lassen, irgendwie noch mit einer Sonnenbrille oder die Haare toll gemacht, habe ich Likes und Follower bekommen. Aber seitdem empfinde ich Instagram als wirklich, wirklich sehr, sehr schwieriges Medium.
Ich glaube, dass es weder für den Konsumenten gut ist, die Influencer, noch für die Influencerin selbst, weil ich glaube, wenn dein komplettes Leben nur darum geht, dich selbst zu inszenieren und von Instagram zu leben, also von der Aufmerksamkeit der anderen, führst du auch selber ein armes Leben. Deswegen okay, das wäre hart, wenn wir da jetzt einen Schritt nach vorne gehen. Darf ich einen Schritt nach hinten machen wieder jetzt? Oder bleib ich stehen? Ja, also ihr könnt euch auf jeden Fall einen Schritt zurück. Gut. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich vielen Menschen helfe, einen richtigen Weg zum Thema Ernährung und Fitness sozusagen zu geben. Und wenn ich dann außerhalb von Instagram auf Messen bin, wie zum Beispiel der Sportmesse und der FIBO, dann ist es halt auch so, dass viele von diesen Followern auch auf einen zukommen in real life und seinen Dank ausdrücken für das, was man auf Instagram postet, weil man vielleicht dafür gesorgt hat, dass diese Person 30 Kilogramm abgenommen hat, weil sie vorher fettleibig gewesen ist. Oder weil diese Person halt sich auch in ihrem eigenen Selbstbewusstsein gesteigert hat und diverse Situationen besser meistern kann. Also deswegen war das so dieser Kern oder diese Kernaussage, warum ich einen Schritt nach hinten gemacht habe. Also würdest du sagen, quasi sogar gegen dieses Argument, was eher gegen Instagram spricht, ist negativ fürs Selbstwertgefühl. Würdest du sagen, dass deine Arbeit eher positiv ist für das Selbstwertgefühl von genau Leuten, richtig. Die dir folgen? Genau richtig, ja. Wie viel Zeit nimmt Instagram für dich in Anspruch am Tag? Ich sag mal so, aktive Zeit auf Instagram würde ich sagen, dass es bei mir um die 3 Stunden sind. Aber machen dich diese 3 Stunden glücklich? Also das ist bei mir also der ganz große Punkt, weswegen ich das auch eben mit dem, dass Influencer mir eigentlich leid tun, manchmal für ihren Job gesagt habe, weil ich erinnere mich auch noch, damals habe ich ja 2 Stunden am Tag in meinen Höchstzeiten auf Instagram verbracht. Auch noch danach. Das ist aber relativ wenig, finde ich. Ja, ich fand das viel zu viel. Jana, du sagst, dein Selbstwertgefühl hat sich tatsächlich durch Instagram gesteigert. Wie wäre es denn, wenn du jetzt dein Profil löschen würdest? Was würde mit deinem Selbstwertgefühl passieren? Mein Selbstwertgefühl würde sich, glaube ich, nicht verändern dadurch, weil ich war Model, ganz klassisch bei einer Agentur. Ich habe gearbeitet für Online-Shops, für Kampagnen und es kam immer wieder tatsächlich die Aussage, wenn es um Castings ging von Kunden, wir möchten nichts Exotisches, weil es einfach so ist in Deutschland, dass gerade Models mit roten Haaren, das ist immer noch ein schwieriges Thema, es wird immer noch als besonders angesehen und es entspricht nicht diesem klassischen blonden Mädel von nebenan und der Schönheitswahn, den man in Real Life hat, also abseits der sozialen Medien, was das Thema Modeln angeht, also so muss dein Hüftmaß aussehen, das ist dein Taillenumfang, so ist dein BH, das ist deine Haarlänge, der ist in meinen Augen viel extremer und wahrscheinlich auch extremer, als sich jeder hier vorstellen kann, als er auf den sozialen Medien ist, weil als ich dann parallel angefangen habe mit Instagram, habe ich da eine ganz andere Rückmeldung bekommen, nämlich wow, du hast schöne Haare und du siehst so toll aus, das heißt, das Feedback in Realität und vom Booker gesagt zu bekommen, ach Mensch, ein Harzer Käse am Tag, der tut's auch und hier nochmal 10 Kilo und da nochmal 3 Zentimeter, war ein komplett anderes als das, was ich damals über diese Plattform bekommen habe, was letztlich auch dazu geführt hat, dass ich hauptberuflich mit dem Modeln aufgehört habe und es mehr tatsächlich Richtung Social Media ging, weil es mir persönlich als Person viel besser getan hat. An euch die Frage, was glaubt ihr, ist es gut, wenn man durch sein Instagram-Profil seinen Selbstwert stärkt? Dieses Runterbrechen immer auf Schönheit und daraus ziehe ich meinen eigenen Wert, finde ich, ist ein bisschen traurig. Also das sollten wir als Gesellschaft nicht anstreben, weil langfristig ist Schönheit etwas, was vergänglich ist und was bleibt, sind die Sachen, die du in deinem Leben machst, nicht die Sachen, die du, wie du aussiehst. Aber das heißt, du warst immer mit deiner Optik super happy und es gibt nichts an dir, wo du in sagen würdest... In der Regel schon. Ich habe mich selten verglichen. Eben dadurch, aber ja doch, wenn du sagst selten. Ja, na klar, klar hat man die Bravo gelesen aber, oder sonst was, ne? Also, aber da ist es halt anders. So, die Schauspieler, die sagen dir ja in den Interviews, nicht jeder kann Schauspielerin werden. Kümmer dich um dein richtiges Leben, lern was. Also so, das fehlt mir bei Instagram. Also da heißt es so, jeder kann Influencer werden, wenn er nur genug Filter draufpackt. Das ist ja Quatsch, kann ja nicht jeder werden. Richtig, hast du aber auch mal, hast du gerade gesagt, kann nicht jeder werden. Das heißt, die Aussage, du hast gerade gesagt, manche sagen, jeder kann Influencer werden, du musst nur genug Filter draufpacken, stimmt nicht. Ja. Und in dieser Aussage stimme ich dir absolut zu, denn es gehört sehr viel mehr
ein Influencer zu sein, als nur genug Filter drauf zu packen. Weißt du, ich habe mir ja dein Profil mal angeguckt als Vorbereitung. Und welches Frauenbild gibst du denn jetzt eigentlich weiter? Also glaubst du nicht, dass es junge Mädchen gibt, die jetzt dank deinem Profil Selbstzweifel haben? Ich meine, du zeigst dich sehr lasziv, halbnackt, siehst immer sehr perfekt aus auf den Bildern, die ich gesehen habe. Das heißt, eigentlich verkörperst du doch jetzt das, wo du sagst, du bist so dankbar, dass du keine Selbstzweifel mehr hast. Also ich kann das verstehen, wenn man sich ein paar Minuten Zeit nimmt, einmal über ein Profil wischt, dass man dann glaubt, anhand dessen die Message eines Profils beurteilen zu können. Bei mir ist es tatsächlich so, es geht sehr viel um diese Pilotengeschichte bei mir. Ich war Flugbegleiterin und viel von dem, was ich poste, geht darum, wenn du ein Ziel hast, dann tu alles in deiner Macht Stehende, um dieses Ziel zu erreichen. Und egal, wie viele Steine dir in den Weg gelegt werden, du wirst es irgendwie schaffen. Dass ich zudem vielleicht für mein Pech jetzt in deinen Augen dann gut aussehe und die Fotos dann natürlich schön das sind, das stimmt. Das finde ich gar nicht schlimm. Jeder darf gut aussehen. Ich wundere mich eher über die halbnackten Bilder. Dass du hübsch bist, ich finde übrigens, da stimme ich nämlich dir nicht zu, aussehen, ob man jetzt hübsch ist oder nicht hübsch ist oder so, das sollte gar keine Rolle spielen. Also hast du ja auch gesagt, aber ich finde nicht, dass das Instagram nur von Schönheit lebt. Deswegen, das finde ich nicht schlimm. Aber die halbnackten Fotos, finde ich schon, vermittelst du jungen Mädchen, zeig dich ruhig halbnackt. Aber zum Beispiel das Bild, was du jetzt ansprichst, was halbnackt ist. Mhm. Also es gibt nicht so viele Halbnackte, deswegen weiß ich, glaube ich, von welchem Bild du sprichst. Da ging es tatsächlich darum, Body Positivity an dieser Stelle, dass man sich nicht nach dem, was man postet oder wie man sich zeigt, egal wie du aussiehst, beurteilen lassen sollte von jemandem. Also trägst du jetzt eine 46, ich trage jetzt leider eine 36. Das heißt, ich kann ja auch nur eine 36 zeigen. Aber es ging in dem Foto darum, wenn du vielleicht den Text gelesen hättest, dass eben jeder, so wie er ist und so wie seine Persönlichkeit ist, sich zeigen sollte. Bitte gerne aussprechen lassen. Ja. Okay. Weil wir lassen dich auch aussprechen. Bin fertig. Okay. Nena, Frage an dich, wenn du das jetzt Jana vorwirfst, dass sie zu viel nackte Haut auf Instagram zeigt, ist das dann nicht Slut-Shaming? Ich glaube, dass man schon sich immer vor Augen führen sollte. Ich habe ein ganz, ganz großes Problem mit Instagram, weil ich finde, dass wir alle verlernt haben, das Gut der Privatsphäre zu schätzen. Mhm. Und dass viele es überhaupt nicht mehr schätzen und vor allem junge Mädchen nicht. Und ich finde es unfassbar gefährlich, wie viele junge Mädchen sich im Bikini und halbnackt auf öffentlichen Instagram-Profilen zeigen. Das hat nichts mit Slut-Shaming zu tun, aber manche Sachen sollten einfach privat bleiben. Und ein 16-jähriges Mädchen sollte nicht oben ohne auf Instagram zu finden sein. Das sehe ich einfach so. Das heißt, jemand in deinem Team, der jetzt gerade auf deiner Seite steht und sich politisch oben ohne für Themen stark macht, die darf oben ohne auf Instagram sein, weil sie macht das ja für was Politisches und alle anderen nicht. Ich glaube nicht, dass man sich oben ohne präsentieren muss, um Feministin zu sein oder um sich politisch zu engagieren. Zum Beispiel, ich würde von mir sagen, ich bin Feministin, ich muss trotzdem nicht jedem meine Brüste zeigen. So, das heißt, da sehe ich zwischen euch beiden gar keinen Unterschied. Ich finde, man muss das auch immer nicht sagen, das ist feministisch und das ist nicht feministisch und wenn du das machst, ist das wieder nihiliert. Das ist Quatsch. Mein Feminismus sind eben oben ohne Proteste. Da achten wir sehr drauf, dass wir eben nicht sexy dastehen. Das sind keine sexy Fotos, sondern wir sind aggressiv, wir sind fordernd und wir spielen da mit diesem Dualismus, dass Frauen in unserer Gesellschaft, wenn sie nackt sind, immer Objekte sind, immer sexualisiert sind. Wir wollen diese Sexualisierung vom nackten Körper nehmen. Aber deswegen ist das in dem Fall eben anders. Wir machen keine sexy Fotos oben ohne bei unserem Protest. Da hat sich was bewegt. Ja. Ich würde gern, Alisha, dir die nächste Frage in dieser Runde stellen. Du bist Model und du zeigst auch viel Haut auf Instagram und du stehst mit deinem Account dort auch für die Body Positivity Bewegung. Ja. Hat dir Instagram dabei geholfen, deinen Körper mehr so zu akzeptieren, wie er ist? Definitiv. Also ich muss dazu auch sagen, ich bin aufgewachsen mit Schönheitsidealen wie Britney Spears, Christina Aguilera, also sozusagen niemand, der wirklich auch a People of Color war und gleichzeitig auch niemand, der Kurven gezeigt hat oder repräsentiert hat. Und man hat sich immer mal versucht, um ein bisschen damit zu vergleichen und hat halt nie das gefunden. Und ich finde, jetzt gibt es diese Plattform, wo sich Menschen bestärken können, die halt ähnlich sind. Und ich habe da definitiv meine Bestärkung gefunden, das jetzt auch beruflich anzugehen. Und das hatte ich halt vorher nicht, war sehr unsicher sogar mit meinem Körper. Und man hat mir immer gesagt, du bist groß, spiel Basketball oder werd Model. Mhm. Und Basketball hat nicht so ganz geklappt. Und Model, ich bin halt kurvig. So. Das hat halt damals nicht in das Ideal gepasst. Ich hätte aber trotzdem nicht gedacht, weil ich hätte dich jetzt nicht als Plus-Size-Model eingeschätzt. In meinen Augen bist du immer noch sehr schlank. Also das ist halt auch nochmal groß definiert. Also es gibt dann jetzt mittlerweile auch In-Betweenies. Mhm. Die sind dann so zwischen Curvy-Model und Plus-Size-Model. Okay. Wenn man sich dann nicht wirklich entscheiden kann. Und man muss halt auch echt mal aufpassen, ob man jetzt Plus-Size sagt oder Body Positivity, weil das ist meiner Meinung nach auch eher in Richtung
Frauen, die wirklich kurvig sind und versuchen halt wirklich was anderes zu machen als jeder andere. Und das hat auch damals gestartet bei übergewichtigen Frauen, die halt gesagt haben, F them all, mir egal, ich mache mein Ding und bin halt positiv meinem Körper gegenübergestellt. Und ich finde es halt, ich muss dazu auch sagen, es gibt auch Influencerinnen, die sind an sich sehr, sehr schlank und machen dann aber so Videos mit vorher, nachher, so richtige Pose, falsche Pose. Hashtag haben dann, ja, genau, haben dann da so eine Fettrolle, sage ich mal auf Deutsch, und sind aber dann eigentlich voll schlank. Und das ist halt für uns, die halt wirklich hier so eine Rolle haben, das ist halt dann irgendwie nicht so ganz fördernd. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist Instagram für marginalisierte Gruppen, weil das ist ja auch ein häufiges Argument der Pro-Gruppe, dass gesagt wird, Instagram ist quasi hier dieser Raum, den kann jeder betreten, hier kann jeder seinen Stuhl hinstellen und eine Plattform haben und ein Sprachrohr bekommen. Also ich finde, auf Instagram findet jeder seine Nische. Also es gibt für jeden seine eigene Gruppierung, man findet seine Communities. Ob es jetzt bei mir jetzt zum Beispiel sehr, sehr stark Black Lives Matter ist oder ob es jetzt für Transgenders ist oder es gibt Girls, die ihre Kopftücher rocken, sage ich jetzt mal. Es gibt wirklich alles. Natürlich gibt es auch Dinge, die du nicht sehen möchtest, aber Instagram ist halt für, also es gibt jede Nische dort. Und ich finde, man sollte auch niemanden irgendwie jetzt verpönen dafür, dass er sich da auslebt drauf. Ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne einen Schritt auf sie zugehen, falls euch das bewegt hat und ihr ihre Argumente versteht. Du hast zwischendrin geschnauft, das habe ich gehört. Ich finde, es ist immer dieses, jeder darf sich aussuchen, wem er folgt, ja? 2 Stunden am Tag auf Instagram verbringen. Es gibt tausende Studien, vor allem aus dem Ausland, aus England, Amerika. Wir forschen dazu nicht, aber es macht unglücklich. Also es gibt Studien, die genau zeigen, dass Instagram unglücklich macht. Und wir stehen hier und sagen, ist doch ganz toll, jeder kann sich ausleben und Instagram ist so ein tolles Medium. Aber es ging nicht um den, jeder kann sich ausleben. Ich weiß, doch, du hast gesagt, dass es toll ist, dass man ein Sprachrohr hat. Ja. Ich finde es natürlich ganz, ganz toll, dass du dich jetzt getraut hast, Model zu werden. Ich frage mich aber, ob dein Umfeld das nicht auch in dir hätte wecken können, dieses Body Positivity, Black Lives Matter. So, und was ich sage an Instagram, dafür werden mich jetzt alle hassen, das weiß ich jetzt schon, für mich ist Ausbildung wichtig. Also für mich ist Bildung wichtig. Und aber gibt es keine Koexistenz? Moment, ich mache den einen Satz und dann darfst du was dagegen sagen. Okay. Für mich ist Bildung eines der essentiellsten Sachen. Und ich habe das Gefühl, die Generation Filter, so nenne ich gerne die Instagram-Generation, zu der ich natürlich auch gehöre, die Generation Filter vergisst, dass man erstmal was dafür tun muss, um Sprachrohr zu sein. Ich finde, man muss erstmal. Also, sie muss jetzt erst einen Kurs machen, um darüber reden zu dürfen, dass sie People of Color ist und andere. Nee, das kann sie gerne machen, aber ich finde das Argument, es ist so toll, dass jeder ein Sprachrohr sein kann. Das ist für mich falsch, weil ich finde nicht, dass jeder ein Sprachrohr sein sollte. Ich habe mir deinen Account nicht angeguckt, ich weiß deinen Hintergrund nicht, du kannst vielleicht. Ist es, dass du ein ganz tolles Sprachrohr sein kannst, wegen deinem Background, wegen was du gemacht hast bislang. Ich weiß ja gar nicht, was du gelernt hast, was du studiert hast, was für eine Ausbildung du hast. Was eigentlich auch nicht wichtig ist, weil ich habe das alles gelebt und ich habe jetzt die Möglichkeit, endlich zu sprechen. Also was ich nur sagen kann, gerade auch die Black Lives Matter Bewegung war jetzt so groß und wir haben endlich diese Plattform bekommen. Und man hat es an den Demos gesehen. Weltweit waren wir auf den Demos. Und man muss dazu sagen, ohne Instagram wäre dieses Video nicht so schnell viral gegangen. Und ich finde auch, dass es positive Sachen gibt, wie diese Bewegung an Instagram. Dann seid ihr euch einig. Ich darf auch mal schon nach vorne. Also eine Influencerin, die wirklich Beauty, Mode und so als Thema hat, hat 2 Millionen. Und das ist das größte Problem an Instagram, dass auch noch im Jahr 2020 nicht diese tollen Bewegungen, über die wir sprechen, die Likes abräumen, sondern vor allem junge, hübsche Frauen kriegen die meisten Likes. Für mich ist das das Problem an der Plattform. Kannst du das verstehen? Ich kann es ein bisschen verstehen, ja. Also wie gesagt, es gibt halt für jeden diese Nische und es gibt auch die Nische für, sag ich mal, Mädels, junge Mädels, die leider falschen Idealen hinterherrennen, sage ich jetzt wirklich hinterherrennen. Ich will jetzt auch eigentlich keine Namensnennung machen, aber es gibt zum Beispiel auch große Idole, die sich gerne da die Lippen aufspritzen lassen, die sich gern die Nase klein machen und sich den Popo aufspritzen und hier und da. Und das ist zum Beispiel auch nicht das, was ich verkörper und auch nicht das, was meine Werte sind. Aber es gibt nun mal diese Menschen, die haben halt dieses Schönheitsideal, die fühlen sich so damit wohl, wenn sie zum Beispiel sich die Brüste vergrößert haben. Du hast dir die Haare transplantiert lassen, das ist ja das männliche Brüste vergrößert, sage ich jetzt einfach mal. Könnte man so sagen. Ich habe mich unwohl damit gefühlt seit ungefähr 2 bis 3 Jahren, dass ich gemerkt habe, dass meine Stirn immer höher wird. Bei mir ist es halt dann so gewesen, dass meine Familie das in den Genen hat. So, und ich wusste, dass es früher oder später halt immer mal ein bisschen weniger wird da oben. So, und
Fall. Ist das schlimm? Für mich war es schlimm, weil ich mich in diesem Moment dann, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, mich etwas unwohl gefühlt habe. Wenn ich zum Beispiel zum Friseur gegangen bin und dieser Friseur hat mir meine Haare zu kurz geschnitten und ich konnte meine Haare nicht mehr darüber legen. Hast recht, ja. So, dann habe ich mich einfach unwohl gefühlt und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, mir die Haare zu transplantieren. Und ich bin glücklich darüber. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den er sagt. Es geht nämlich am Ende meiner Meinung nach auch nicht darum, wer hat was machen lassen, sondern wie stehe ich dazu. Ja. Wenn ich mir Lipfiller und Botox und alles Mögliche ins Gesicht klatsche und dann aber sage, oh, Natural Beauty, dann verstehe ich, wenn Menschen sagen, das ist so unauthentisch und das passt einfach hinten und vorne nicht. Wenn ich aber ein Highlight dazu erstelle mit meiner kompletten Haartransplantation und sage, ey Leute, es gibt viele Menschen, die irgendwie mit sich unsicher sind, genau, dann ist es ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und da Sehr viel Bewegung danach. Und genau zu diesem Thema haben mich dann auch viele Menschen erreicht. Ich habe viele Nachrichten bekommen bezüglich meiner Haartransplantation. Da waren halt auch welche dabei, die waren sich einfach unsicher, weil sie das Ganze vielleicht schon mal bei der Arbeit angesprochen haben. Und dann hieß es von den Arbeitskollegen, ja, aber dann bist du doch gar nicht mehr männlich. Steh doch dazu. Aber diese Person, die hat sich in diesem Moment unwohl gefühlt. So, und ich finde, sie sollte dazu stehen, so eine Haartransplantation zu machen, wenn sie sich unwohl fühlt. Mhm. Ja. Eike, du zeigst dich ja auch ganz gerne oben ohne. Du bist nämlich Fitness-Influencer. Dein Körper ist also quasi dein Kapital. Würdest du sagen, wir sollen einfach alle das Beste aus unserem Körper rausholen? Genau, richtig, ja. Und man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt. So, das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Nee. Ja. Meldest du dich wieder in der Schule? Ich merke mir deine Meldung. Ich sehe es ganz anders. Also das ist doch nur, etwas stört mich an mir, deswegen bekämpfe ich das, aber ich bekämpfe nicht wirklich, was mich an mir stört oder dass mein Selbstbewusstsein niedrig ist. Also ich arbeite nicht wirklich an der Ursache des Problems, sondern kaschiere es nur, indem ich das mache, was ich denke, machen zu müssen. Und dann gebe ich das noch an andere weiter und die rennen dann auch noch zur Haartransplantation. Ist doch super. Aber warum färbst du denn deine Haare? Hättest du es gemacht, wenn du keinen Instagram-Account hättest? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mir die Platte von meinem Onkel auf dem Kopf anschaue oder die von meinem Vater, wo die Stirn schon höher geht, hätte ich es auch auf jeden Fall ohne Instagram gemacht. Aber ich habe Instagram hier als Tool auch genutzt. Das habe ich sogar in meinen Videos so gesagt. Dass ich habe das zwar innerhalb einer Kooperation gemacht, aber ich habe aktiv ja, dazu gesagt, dass ich das für mich tue und dass ich eine Empfehlung dafür aussprechen kann, wie der Service angekommen ist. Ich habe gesagt, ich spreche keine Empfehlung dafür aus, dass ihr das machen sollt, sondern ihr könnt euch diese ganze Doku bei mir anschauen. Deswegen habe ich von A bis Z alles gezeigt. Im OP, Voruntersuchung, Problemzonen. Ich habe wirklich nichts ausgelassen, so damit sozusagen meine Zuschauer sehen können, dass wie der komplette Ablauf ist. So. Und genau so habe ich das gemacht. Bevor die Frage kommt, ob ich das auch gemacht hätte ohne Kooperation, hätte ich gemacht. Ich weiß, wir sind in einem Team, Team Love und so, aber ich muss sagen, ich kann dir da gar nicht zustimmen. Warum? Ich finde halt, wie gesagt, Self-Love, du sollst dich halt so lieben, wie du bist. Und ich finde, das Geld, das du in deine, du hast jetzt kein Geld in dem Fall ausgegeben, aber das Geld hättest du auch in eine Therapie einsetzen können, dass du dich selber lernst zu lieben und deine Geheimratsecken rocks, wie es, keine Ahnung, also du kannst auch das Beste draus machen und dich lernen zu lieben. Und ich finde halt, das ist halt, ob es jetzt das ist oder auch Menschen, die jetzt sagen, okay, ich habe eine krumme Nase, ich muss die unbedingt gerade machen. Warum? Du kannst doch, gerade auch auf Instagram, kannst du so viele Menschen finden, die auch krumme Nasen haben und dann seid ihr ein Team und ihr bestärkt euch in. Also ich verstehe nicht, warum man unbedingt an sich selbst was ändern muss. Was würdet ihr sagen? Haben wir genug unterschiedliche Schönheitsideale auf Instagram? Alicia, ich sehe übrigens, dass du und ihr beide, ihr seid euch eigentlich in einer Sache einig. Ich fühle es auch ein bisschen. Und deswegen kannst du einen Schritt auf die beiden zugehen, wenn du möchtest. Ja. Also ich darf jetzt spielen. Ja, also ich möchte dich gerne ermutigen. Ja. Ich gehe auch ein für dich. Oh. Oh. Wir haben ja jetzt sehr, sehr viel über Frauen geredet und über Schönheitsideale, die vor allem Frauen betreffen. Isa, du bist Coach und dich kontaktieren hauptsächlich junge Menschen, die einen Mangel an Selbstwertgefühl haben. Was ist denn der häufigste Grund für ein geringes Selbstwertgefühl bei jungen Männern? Männlichkeit folgendermaßen. Also, wenn du dir anguckst, was alle anderen erreichen, ja, es gibt ja genug Seiten. Ich habe meine Rolex, ich fahre mein Ferrari, ich mache dieses, ich mache jenes, ja. So all dieses Zeug. Also materieller Erfolg. Materieller Erfolg, ja. Wo man sich das anschaut und denkt, okay, ich muss so sein, um glücklich zu sein, zufrieden zu sein und all das. Ich muss das irgendwie bekommen, das irgendwie erreichen.
hab's aber nicht. Ja, ich hab's jetzt hier in diesem Moment nicht. Mhm. Und wissen auch nicht, wie soll ich denn da hinkommen jetzt? Mhm. Was soll ich denn machen, um dorthin zu kommen? Also du meinst, das große Problem an Instagram ist, dass wir dort nur die Menschen sehen, die die ganze Zeit nur dass ihr die positiven Dinge, sage ich mal, zeigen oder die Dinge, die dem Bild entsprechen, in das sie passen sollten. Ja. Klar, wenn man jetzt mich als Beispiel nimmt, mhm. Und ich versuche natürlich, sage ich jetzt mal, Kraft auszustrahlen, einen gesunden Körper. Da muss ich natürlich auch was dafür tun. Und dann kommen natürlich auch Bilder oberkörperfrei besser an. Ja, das ist ganz klar. Was ist jetzt nochmal genau der Unterschied, wenn du nackte Haut auf Instagram zeigst und wenn die nackte Haut auf Instagram zeigen? Na, Eike Alicia darf nackte. Nippel zeigen. Ich darf keine Nippel zeigen auf Instagram, weil die weibliche Brustwarze da obszön ist. Und das finde ich ist halt schon, da fängt es schon an. Ne? Der männliche Körper wird anders wahrgenommen, nicht so sexualisiert wahrgenommen wie der weibliche. Ja. Also meine Brust ist, egal in welchem Kontext, immer sexuell und nicht nur, wenn ich sie im sexuellen Kontext benutze, sondern sie ist durchgängig sexuell. Das sehen wir daran, dass Frauen eben in der Öffentlichkeit Probleme haben zu stillen, weil Leute denken, ihre Brust ist dann sexuell. Nein, sie ist dann Ernährungsmittel, Nahrungsmittel für Kinder. Und das ist das Problem an der Sache. Also ich möchte, dass der weibliche Körper einfach auch wieder als Körper wahrgenommen wird, weil er ist nicht nur was Sexuelles, er ist nicht nur zur Befriedigung anderer da, sondern er ist unser Zuhause, wir leben damit, er ist unser Arbeitsmittel, in meinem Fall ist er mein Protestmittel und ja, deswegen finde ich es auch schade, dass wir ungleich behandelt werden. Ich möchte andererseits natürlich nicht, dass jetzt Frauen alle oben ohne in super sexualisierter Weise auf Instagram sind, also was passieren würde. Deswegen verstehe ich auch irgendwo, dass es diesen Grund gibt, warum Frauen keine Nippel zeigen würden. Ich glaube, man sieht das ja auch schon an den Kommentaren auf Instagram, was Frauen für Kommentare kriegen, wenn sie ein Bikini-Foto und Männer in Badehose kriegen, safe nicht solche Kommentare. Ja. Also dir wird da nicht geschrieben, so, oh ja, auf dein Gesicht würde ich mich auch gerne mal setzen. Ich glaube, aber es passiert ich weiß auch nicht, bei Männern. Wie oft du ungewollte Muschi-Fotos bekommst. Ja, stimmt, auch ein gutes Argument. Ja, also das Problem haben Frauen auf jeden Fall öfter. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da in between, deswegen stimme ich auch nicht zu, deswegen gehe ich. Ich kann vielleicht einen Minischritt vormachen, ja, aber keinen großen. Weil ich finde schlimm, was Frauen für Kommentare auf Instagram bekommen. Und ich finde die Dickpics schlimm und ich finde sie fürchterlich. Und da kann man auch nicht sagen, nur weil die Frau sich so zeigt, hat sie es verdient, sowas zu bekommen. Auch so. Das ist Bullshit, ja? Aber auf der anderen Seite muss ich trotzdem sagen, warum muss jeder ein öffentliches Instagram-Profil haben? Warum muss sich jeder, zum Beispiel mein Profil ist ja privat auf Instagram. Das heißt, ich kann, da kommen Nachrichten anfragen und dann kann ich ja direkt ablehnen und ich lese die von Fremden eigentlich nicht. Mir kann nicht einfach jeder folgen, mir kann nicht einfach jeder kommentieren. Das ist aber witzig, weil ich habe mir dir mit meinem Fake-Profil gefolgt, was du angenommen hast. Mit einem Fake-Profil? Ja. Dann sah das aber vielleicht passend aus. Ich nehme an, zum Beispiel junge Frauen oder ich nehme Profile an, die passen. Das war ein Männerprofil. Ich habe extra ein Fake-Profil, was also, du meinst. Das weiß ich nicht, da muss ich mir nachher sagen. Aber das heißt doch nicht, dass ich gar keine Männer... Moment. Das heißt doch nicht, dass ich gar keine Männer annehme. Und da stimme ich dir übrigens sogar zu. Das finde ich mich ganz, ganz spannend, weil ich habe mir damals diese private Lösung überlegt, weil ich finde, als Journalistin sollte man sich schon gar nicht dem Fortschritt verwehren. Und ich meine, es sind alle auf Instagram, da muss man auch sein. Aber ich habe es ja privat gemacht, um genau die Kontrolle zu haben, wer mir folgt. Aber du hast natürlich recht, ich gehe immer nur kurz auf die Profile drauf, guck, okay, Hanna, 15, privates Profil, das Bild ist okay, kann ich annehmen. Aber du hast recht, genau, weiß ich eigentlich nicht, wer dahinter steckt. Scheinkontrolle. Jetzt haben wir sehr intensiv und hitzig diskutiert und ich würde gerne aber zu den Lösungsansätzen kommen und euch da ein paar Kompromisse vorschlagen. Instagram testet das ja bereits, dass die Like-Anzahl verborgen wird. Findet ihr, wir sollten in Zukunft die Like-Funktion komplett abschaffen? Wenn ihr mir zustimmt, könnt ihr gerne ins Feld reinkommen. Dann kommen wir zum nächsten Lösungsvorschlag. Können wir uns darauf einigen, dass es sinnvoll wäre, nach 30 Minuten Instagram-Zeit eine Warnmeldung aufblinken zu lassen? Das finde ich cool. Das finde ich gut. Okay. 13. Frage von 13 Fragen und der letzte Lösungsansatz. Findet ihr, wir sollten Face-Filter, die das Gesicht sehr stark verändern, so Kylie Jenner, Kim Kardashian-mäßig, komplett abschaffen, so wie auch im Feed schon leicht gefotoshoppte Körper und Gesichter kennzeichnen, wie man zum Beispiel auch Werbung kennzeichnen muss? Ja, absolut. Wir sollen uns nicht mehr bewegen, also ja. Mhm. Ja. Okay, geil, ey. Ihr seid alle im Kompromissfeld, obwohl ihr so unterschiedliche Meinungen hattet. Ja, zurückgehen kann ich ja nicht mehr, aber ich wäre so oder so dafür gewesen, also von daher passt das. Cool, ja dann danke euch.
Ich nehme definitiv mit, dass man immer auch die Argumente von anderen einbeziehen sollte. Und ich werde noch ein bisschen noch stärker hinterfragen, wie ich noch mehr Privatsphäre auf Instagram bekommen kann. Das fand ich von Jana ein ganz gutes Argument. Aber generell glaube ich, dass die Diskussion zeigt, auch dieser Kompromiss am Ende zeigt, was eigentlich in der Medienlandschaft fehlt. Nämlich, man sollte hart diskutieren, sehr hart, hart miteinander ins Gericht gehen, aber am Ende auch wieder zusammenfinden. Und ich glaube, das ist mein Learning des Tages, wie wichtig ein Kompromiss nach jeder hitzigen Debatte ist. Ich fand die Diskussion sehr heiß. Es gab viele verschiedene Meinungen. Jetzt endlich habe ich meine eigene Meinung. Ich stehe für Body Positivity und man soll sich halt einfach lieben, wie man ist. Self-Love. Ich würde mir wünschen, dass die Profile von Frauen, die mehr sind als nur wunderschön, viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, viel mehr Follower bekommen, dass Frauen zeigen, was sie drauf haben, weil wir können alles mindestens genauso gut wie Männer. Instagram ist mittlerweile irgendwie ein Bestandteil unserer Gesellschaft geworden und wenn wir möchten, dass er auch sicherer Bestandteil bleibt, dann muss da auch aktiv in ganz vielen Einrichtungen was passieren, dass da mehr Aufklärung und mehr Weiterbildung erfolgt. Falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das könnt ihr hier machen. Und hier oben geht es in einer 13-Fragen-Folge darum, ob wir in Zukunft alle vegan leben sollten. Hier unten findet ihr ein weiteres Video zum Thema der heutigen Folge.